nennen wir das die kanonische Auffassung. Zu der kanonischen Auffassung gehört, wir sind jedenfalls in dem Grade frei, dass man uns Verantwortung zuschreiben kann. Diese Freiheit ist im Kern eine der Wirksamkeit in der Welt, der Selbstwirksamkeit. Entwicklungspsychologen haben gute Argumente zu sagen, unsere gesamte menschliche Existenz, ja, die ist gewissermaßen in diesen zwei Polen, zwischen diesen zwei Polen angesiedelt, nämlich Einbindung, ja, und Selbstwirksamkeit. Das heißt, wir bewegen uns zwischen diesen beiden Polen. Meine philosophische Position ist gradualistisch, nicht dichotomisch, nicht dualistisch, sondern gradualistisch. Das heißt, die These lautet, es gibt ein mehr oder weniger von Freiheit. Es gibt nicht den einen Umschlagpunkt, ab dem ich frei bin, ja, sondern es gibt ein mehr oder weniger an Freiheit, mehr oder weniger an Wirksamkeit, an Selbstwirksamkeit. Und entsprechend sind diese beiden Begriffe, Verantwortung und Freiheit, eng miteinander verbunden, nämlich in dem Maße, in dem ich Gründe geleitet, handle, urteile. Wir sind nicht absolut frei, wir heben uns nicht aus jedem Naturzusammenhang heraus und erfinden eine neue nominale Welt. Es gibt gewisse Spielräume und diesen Spielraum kann man durch das Phänomen der Deliberation charakterisieren. Das heißt, manchmal wäge ich ab, was soll ich tun? Soll ich jetzt Brötchen kaufen oder soll ich vielleicht noch ein bisschen länger im Bett liegen bleiben oder wie auch immer? Das heißt, manchmal wäge ich ab und dieses Abwägen gibt mir die Möglichkeit, so oder so zu handeln. Und es ist schon einigermaßen, wie soll ich sagen, bizarr, jetzt dieser lebensweltlichen Erfahrung eine vermeintliche wissenschaftliche Erkenntnis entgegenzusetzen und zu sagen, in Wirklichkeit ist immer schon festgelegt, was das Ergebnis deiner Deliberation ist. Verantwortung wahrnehmen heißt erstmal, die Praxis von Gründen leiten zu lassen. Das geht nicht beliebig, diese Begründbarkeit geht nicht beliebig, das haben wir vorher gesehen. Und zu diesen Gründen gehören natürlich auch Abwägungen, was für Folgen das für andere hat. Selbstverständlich, die verantwortungsethisch im engeren Sinne Dimension ist da eingeschlossen. Aber es ist nicht die einzige. Es gibt viele, viele andere. Es gibt eine ganze Pluralität von Gründen, die uns ausmachen. Und das ist die menschliche Lebensform.